Ich bin Susanne und ich zeige euch, wie ihr eure Lieblingsmasken von The Masked Singer ganz einfach nachbacken könnt. Ein ganz besonders lustiger Charakter ist der Wuschel. Sein quirlig buntes Auftreten passt perfekt zu Cookie Dough und Konfettistreuseln. Los geht's! Für den Cookie Dough benötigen wir weißen Zucker, braunen Zucker, Vanillezucker, eine Prise Salz, Butter, Mehl, Milch und bunte Konfettistreusel. Für den Cookie Dough gebt ihr alle Zutaten in eine Schüssel und verknetet sie zu einem gleichmäßigen Teig. Zuerst brauche ich das Mehl, dann den weißen Zucker dazu, den Vanillezucker, eine Prise Salz, die Butter, den braunen Zucker, Milch. Die Streusel hebe ich mir ganz bis zum Schluss auf. Erstmal knete ich meinen Teig. Wenn der Teig schön geschmeidig ist, kommen die Zuckerstreusel dazu. Und dann nochmal durchkneten. Mit dem fertigen Teig machen wir jetzt große Kugeln. Dafür nehmt ihr einfach ein bisschen Teig und rollt ihn einmal in den Händen. Die Kugeln sollten ungefähr 4 bis 5 cm groß werden. Meine fertig geformten Cookie Dough Kugeln gebe ich jetzt für 20 Minuten in den Kühlschrank, damit der Teig ein bisschen fester wird. Und noch einen Quick-Tipp für euch. Wenn ihr euch die Teigherstellung ersparen wollt, könnt ihr auch fertige Kokos-Konfektkugeln kaufen und direkt mit der Dekoration starten. Meine Cookie-Dough-Kugeln sind jetzt gut gekühlt und wir können direkt mit der Dekoration starten. Dafür brauchen wir Zuckeraugen, Kokosöl, bunte Streusel, weiße Schokolade, schwarzen Fondant, Marshmallows und Kokosflocken. Zuerst müsst ihr die weiße Schokolade schmelzen und sie mit dem Kokosöl vermischen. Meine Schokolade ist schon geschmolzen. Durch das Kokosfett wird sie ein bisschen dünner. Als nächstes braucht ihr die Kokosflocken. Die vermische ich mit den bunten Streuseln. Jetzt nehmen wir immer eine Cookie Dough Kugel und tauchen sie komplett in die Schokolade und danach direkt in die Kokosflocken. Dann legt ihr die Cookie Dough Kugel einfach wieder aufs Blech zum Trocknen. Zum Schluss, wenn ihr alle Cookie Dough Kugeln mit Streuseln überzogen habt, dann machen wir uns an das Wuschelgesicht. Als erstes kleben wir die Zuckeraugen auf. Dafür könnt ihr noch mal ein bisschen von der geschmolzenen Schokolade verwenden. Als nächstes kleben wir die kleinen Marshmallows oben als Haare drauf. Jetzt fehlt uns noch ein Mund. Dafür habe ich etwas schwarzen Fondant. Daraus formt ihr kleine Münder und dann kleben wir die zum Schluss noch drauf. Am besten macht ihr dazu eine lange Rolle und schneidet euch dann so viel ab, wie ihr braucht. Den Fondantmund könnt ihr jetzt auch mit der Schokolade auf die Cookie Dough Kugeln kleben. Und fertig ist unser Wuschel. Ich hoffe, euch hat meine Rezeptidee zum Wuschel gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurem nächsten The Masked Singer Abend.